Der Internationale Museumstag hat am Sonntag bei den beteiligten Einrichtungen in der Region für regen Andrang gesorgt. Das Motto in diesem Jahr lautete Museum, Gesellschaft, Zukunft. Mit Sonderführungen, Aktionen, Vorträgen, dem Blick hinter die Kulissen und Museumsfesten vermittelten die Einrichtungen einen Einblick in ihre Arbeit. So auch das Team des Museums im Hoyerswerda Schloss, wo Bernd Vogava mit Kerstin Noack gesprochen hat. Frau Noack, eines der zentralen Themen in diesem Jahr beim Museumsfest, das ja deutschlandweit gefeiert wurde, natürlich auch in Hoyerswerda, war ja das Thema Zukunft. Und auch die Leute wurden ja in Hoyerswerda gefragt, haben Sie Interesse an der Zukunft des Museums? Wo geht's denn hin mit dem Museum in Hoyerswerda? Auf jeden Fall weiter und in die Zukunft. Wir sind wirklich dabei, die Ausstellung auch zukunftsfähiger zu machen. Und da ist uns natürlich das Gespräch auch mit jedem Besucher und Gast auch sehr wichtig, um zu erfahren, was möchte eigentlich der potenzielle Museumsgast sehen in einem Museum. Und heute sind auch Mitarbeiterinnen während des Museumsfestes unterwegs, befragen direkt die Besucher. Und in verschiedenen Führungen bekommen wir sehr viele Rückkopplungen, dass wir eine ganz gute Arbeit machen. Wo oder was möchten denn die Leute sehen im Museum? Wo soll es denn hingehen? Speziell Hoyerswerderer Bürger natürlich zur Geschichte ihrer eigenen Stadt. Die möchten unheimlich gerne wissen und das aufbereitet wissen, was ihre eigene Geschichte und Identität ausmacht. Und das ist auch die Aufgabe eines Stadtmuseums. Das ist ja auch ein identitätsbildender Ort. Gerade gestern in der Ausstellungseröffnung sind so viele Rückkopplungen gekommen, auch gerade zur jüngeren Geschichte der Stadt mit dem Aufbau. Also gerade diese vielen Skulpturen, die wir jetzt oben in der Ausstellung präsentieren, sind ja nicht älter als 60 Jahre, wenn man das genau betrachtet. Und das ist schon beeindruckend, was in dieser Zeit in dieser Stadt entstanden ist. Und natürlich steht die große Frage, was wird zukünftig aus dieser Stadt? Dass man da auch nicht immer nur diesen Blick hat, sie ist dem Sterben verurteilt, wie viele schon so sagen, aufgrund dieser ganzen Schrumpfungsprozesse, sondern dass man immer wieder Mut fasst und sagt, wir müssen aus der neuen Situation was machen und diese Stadt auch für die Zukunft wieder zukunftsfähig machen, genauso wie auch dieses Museum. Auch das Museum hat ja eine Zukunft. Was werden denn neue Aspekte sein, die in Zukunft im Museum eine Rolle spielen könnten? Für uns ist es ganz wichtig, viele Altersgruppen zu erreichen. Da spielt für uns in erster Linie jetzt unser neues Erlebnisreich eine große Rolle, wo wir insbesondere Familien mit Kindern ansprechen möchten, dass wir auch die jüngere Generation mehr ins Museum ziehen, auch gerade durch die ganzen museumspädagogischen Angebote mit unseren Museumspädagogen, auch sehr viele neue Projekte für die Schulklassen entwickelt haben, wo man sich auf verschiedensten Ebenen mit Geschichte auseinandersetzen kann, aber eben auch auf eine spielerische Art Geschichte entdecken kann. Also gerade dieses Entdecken, selber mitmachen, ist das, was auch die neue Zukunft dieses Museums ausmachen wird. Die neue Ausstellung ist eröffnet. Bis wann wird sie zu sehen sein? Und vielleicht, um dem einen oder anderen ein bisschen Appetit zu machen, was ist zu sehen? Also wie gesagt, es ist wirklich diese große Dichte zu sehen, die wir an Skulpturen in dieser Stadt haben. Also sie ist ja wirklich dadurch entstanden, dass wir darauf aufmerksam gemacht wurden von außen, dass das so in anderen Städten gar nicht Usus ist, wie man so schön sagt, sondern dass das schon eine Besonderheit für Hoyerswerda ist, dass wir so viele Skulpturen im öffentlichen Raum haben. Und hier kann man alle wirklich mal auf einen Blick sehen. Und das Spannende ist wirklich daran, dann wieder in die Stadt zu gehen, um so neu auf Entdeckungstour zu gehen und die wieder zu entdecken. Also das passiert mir selber jetzt auch unheimlich viel, dass ich in der Stadt auf immer viel, viel aufmerksamer bin, was die Kunst im öffentlichen Raum anbetrifft. Und das Schöne noch ist wirklich, dass sämtliche Vereine, die sich mit diesen Skulpturen auch schon auseinandergesetzt haben, sozusagen hier gebündelt sind, deren Arbeit hier gebündelt ist, die vom Kulturbund als auch vom Kunstverein, die Kulturfabrik hat mitgewirkt, die Wojski-Stiftung hat mitgewirkt. Firma Just Design hat uns bei der grafischen Gestaltung sehr unterstützt, also das ist einfach toll. Und wie gesagt, auch Axel Springer, der damals bei den damaligen Bildhauersymposien dabei war, aus Lauter, der Steinmetz, hat uns mit unterstützt mit kleinen Modellen, die damals geschaffen wurden. Und das macht auch diese Vielfalt in dieser Ausstellung aus.